Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch Aufgebrauchprodukte schon mal. Und zwar einmal hier diesen Glas-Keramik-Schneider-Schabe. Einmal den aus Plastik kaufe ich dann. Ne? Wechsle ich regelmäßig. Denn hier vom Baby Vita Kinderspaß Erdbeeren Apfel Banane. Für die Arbeit kaufe ich mir das immer für zwischendurch. Einmal ein Duschgel von Balea. Hier kann man das so abreißen. Zeige ich euch mal. Das habe ich aufgebraucht. Ist im Projekt drin. So macht man das denn ab. Das recycelt. So. Aber ich sammle die Dinger nicht extra. Das Duschgel einmal in Kokos aufgebraucht. Dann habe ich hier einmal vom Action diese, wo die Holzstäbchen drin sind, aufgebraucht. Der kommt jetzt weg. Ich habe neue. Hab jetzt von und wo habe ich denn jetzt? Ich habe alle durcheinander zu stehen von DM und so. Waschmittel sind ganz gut. Die Pads. Nicht wundern. Achso, hier ist die Verpackung. Avant. Na hier. Ich kann die Marke nicht aussprechen. Island habe ich jetzt in Benutzung. Riecht aber sehr schön. Kann ich empfehlen. Einmal eine Taschentücherbox von Rossmann Alouette. Die fand ich ganz gut von der Recyclebar. So, die haben wir. Wir haben so einen Behälter und da sind die Waschpads drin. Und da hatten wir zwei Sonne hier gekauft beim Action, glaube ich. Hat mein Mann rausgesucht. Sind in Benutzung. Dann einmal Antikalkreiniger von Polen. Den mag ich. Kaufe ich immer wieder nach. Ich muss das nämlich hier meinem Mann ein bisschen wegschmeißen. Sonst habe ich so viel. Dann einmal Wäscheparfüm. Vom Action ist das. Riecht sehr schön. Ich habe jetzt das an Orange. Werdet ihr im nächsten Video sehen. Ich halte mal wieder für euch ab hier. Ein Duschgel. So sauber geht das gar nicht abzureißen. Und zwar Cremedusche Dream Rose von Isana. Die war ganz gut vom Geruch her. Dann Badesterne von Balea. Also hier drin haben die richtig schön gerochen und so. Aber in der Badewanne haben die sich schlecht aufgelöst. Kein Nachkaufprodukt. Leider. Obwohl ich die ja mag. Und dann zeige ich euch mal hier Katzenminzkissen. Aufgebraucht. Brauche ich öfters auf. Eine Tönungsshampoo. Hält bis zu 4 Wäschen, so ein Grau. Ja, war ganz intensiv. Dann habe ich hier diese Badekugeln nach Banane vom Action. Die sind sehr schön, waren 5 Stück drin. Würde ich wieder kaufen. Und von der Winter LE Vanille Scrub. Das war ganz gut. Würde ich auch nachkaufen. Bis jetzt alles einigermaßen gut. So, dann habe ich aufgebraucht das Duschgel von Balea mit Wassermelone. Ich fand den Geruch gut, aber es hat mehr nach Drachenfrucht, so finde ich, gerochen. Aber war so gut, schön, würde ich nachkaufen. Habe ich, glaube ich, noch einmal da.
dein 25 Liter Müllbeute mit Tragegriff. Die brauche ich immer für. Die kaufe ich immer nach. Verschiedene Sorten davon, aber mit Tragegriff. Denn Wattestäbchen, eine Packung hier ist leer geworden. Ich habe jetzt eine aus Pappe, also ich habe noch welche im Vorrat. Denn von Somato Maschinenreiniger gegen Fett, schlechte Gerüche und so extra Kraft gegen Kalk. Habe ich jetzt aufgebraucht, waren 3 Stück drin. Ich habe das nicht oft gemacht, so einmal im Monat, wenn es hochkommt überhaupt. Denn Palmolief Winterträume habe ich mal aufgebraucht. Würde ich mir nicht nachkaufen. So aus der Flasche war es gut, aber nein, würde ich mir nicht nachkaufen. Palmolief. Dann habe ich von Action so eine Wäsche Parfümperlen. Die waren ganz gut. Also der Geruch. Ja, ich fand den schön. Kann ich empfehlen. Und dann einmal diese Schaumseife White Blossom von Isana. Die Verpackung behalte ich, weil ich habe eine Tüte. Oder ich werde demnächst nochmal eine andere holen zum Auftesten. Von Sakutan eine Schaumseife. Mal gucken, wie ich das mache. Auf jeden Fall, ich glaube, ich hole eine andere nochmal zum Testen. Aber die war ganz gut. Werde ich mit weghauen. Denn von Action die 10 Liter Beute, Müllbeute. Brauche ich immer für die Katzentoilette. Wir haben ja 3 Katzen. Die dritte seht ihr im anderen Video. Also jetzt die seht ihr später. Im August ist sie zu uns gekommen. Nee, September. Stimmt ja gar nicht August. September. Anfang September. Die ist jetzt 11 Wochen alt, also am Ende Dings ist es 12 Wochen in Ende September. So, einmal Haribos von Minions und zwar vegan. Ja, waren ganz okay, aber würde ich nicht nachkaufen. So. Vom Action, dieses Shampoo. Viele schwören drauf. Ich finde die Kokosreihe besser wie die. Die ging schlecht aus der Verpackung und so. Würde ich also nicht nachkaufen. Das ist selten, dass ich das sage beim Action. Dann habe ich für die Katzen so eine Leckerlis aufgebraucht. Die fanden sie sehr lecker, deswegen zeige ich euch die mal. Die 3. So, dann von, das gibt es glaube ich gar nicht mehr, eine Spülung. Head and Shoulders? Nee. Was ist denn das hier für eine Marke? Steht nur vom Action, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht mehr von wo. Mit Erdbeerduft die Spülung. Habe ich jetzt aufgebraucht. Roch aber ganz gut. Kakelitte. So, denn Allzwecktücher nach Vanille. Und die waren ganz gut. Brauche ich immer, wenn die Katzen irgendwo
wenn mein Kater zum Beispiel, der spuckt öfters mal seine Haare aus, wie hier er sich sauber gemacht hat. Und so. Zum Wegmachen. Ich mache das nicht trocken weg. So, dann habe ich hier einen Rasierschaum von Balea mit Wassermelone und Drachenfrucht. Der Rasierschaum war schön. Habe ich auch noch einmal da. Also sozusagen nachgekauft. Dann muss ich mal hier drin riechen. Aber das ist auch schön. Von Polen. Weichspüler. Für 58 Wäschen. So für Babys und so. Riecht nicht so stark. War ganz gut. Kann ich empfehlen. Wenn irgendeiner mal nach Polen kommt von euch. So, dann habe ich hier Katjes Partyfried. Die waren sehr lecker. Würde ich nachkaufen. Sonst kaufe ich gar nicht so Katjes. So, dann ist aufgebraucht. Machen wir mal dann riechen. Das hat vielen mein Mann benutzt. Verwöhnbad mit Pfirsich. Liebt die Erde. Das war sehr schön vom Geruch. Würde ich nachkaufen, aber ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Dann mein Hydrofugal Duschfrische Deo-Rolle. Habe ich schon nachgekauft, ist im neuen Projekt als neu mit drin. Weil ich das vorher abgedreht habe. Denn hier so eine Raumduft, der ist leer, die Flasche. Kann ich jetzt ja mal rausholen. Dieser war runtergesetzt. Würde ich aber auch nachkaufen. Raumdüfte, weil ich habe sowas zu stehen. Manche würden sagen, ach du Scheiße, Katzen und Raumdüfte und hast nicht gesehen. Nein, die kennen das. Und ich habe auch Fenster auf, also so ist das nicht. Die sitzen auch am Fenster und so. Auf jeden Fall würde ich das nachkaufen. Ich habe andere Sorten noch und so. Und deswegen kaufe ich das erstmal nicht nach. Und so. Dann hat mein Mann aufgebraucht. Das ist selten, dass er. Und zwar von Nivea Man After Shave Balsam. 0% Alkohol sensitiv. Hat er einmal aufgebraucht. Aber das, ich glaube, einmal hat er noch. So, Katjes, der Bachelor. Die waren auch lecker, kann ich auch empfehlen. Würde ich auch nachkaufen, die beiden Sorten. So, dann feuchtes Toilettenpapier von Soft und Sicher. Aus der LE. Die waren ganz gut, würde ich nachkaufen. So, dann habe ich nochmal feuchte als Wegtücher. Und zwar, auch ich wische auch mal so an der Wand damit ab. Also von daher, mit nach Wassermelone. Und die sind sehr schön, würde ich nachkaufen. So, dann habe ich einmal so ein Kaugummi aus. So ein Erdbeer, den kann ich empfehlen. Der war sehr lecker. Habe ich aus einer Box, Süßigkeitenbox. Dann Balea Wet Berry Lippenpflege. Einmal. Und einmal White Chocolate Lippenpflege. So. Das waren mein Aufgebrauchprodukte im Monat September. Auf jeden Fall bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Eure Beauty Puppy. Tschüssi.